Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Und ja Leute, in dieser Folge werden wir weiter am dritten Gebäudekomplex bauen und das wird die vorerst letzte Folge sein, wo wir das tun werden. Denn ich möchte natürlich gerne auch euren Wünschen entsprechen und gerne weiter am Stein der Weisen bauen. Und deswegen werden wir heute als allerletztes Mal, für eine relativ lange Zeit, ja, was heißt relativ lang, also für die nächsten ein bis zwei Wochen auf jeden Fall, werden wir nichts weiter am dritten Gebäudekomplex machen. Denn was ansteht, was sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage natürlich einmal, die ich letzte Folge gestellt habe bezüglich des Turms. Da müssen wir allerdings noch warten. Hier haben wir noch ein paar Überbleibsel von einem Livestream. Oh, das sollten wir auch mal wieder wegmachen, fällt mir gerade auf. Und dann natürlich auch eine große, große Sache. Wir müssen das Dach hier weiterbauen, Leute. Wir müssen hier dieses Stückchen noch fertig ziehen. Auch etwas, was in den nächsten Folgen definitiv drankommen wird, weil es sehr akut ist und ich langsam aber sicher mal in die Potte kommen sollte. Ja, so viel erstmal zu den Bauaufgaben und ich würde sagen, wir fliegen direkt einfach mal zum dritten Gebäudekomplex und schauen mal, was jetzt diese Folge ansteht. Vorher benutze ich aber nochmal schnell den Zeitumkehrer. So. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass... Oh ja, gut. Meine Hoffnungen werden wahrscheinlich komplett zunichte gemacht jetzt, aber okay. Rüstung haben wir. Sollen wir uns einfach ins Getümmel stürzen, Leute? Kommt, ich mache jetzt einfach mal einen hier auf Minecraft-Profi. Oh je, oh je. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sterbe hundertprozentig. Ich sterbe so. Ich werde so sterben, Leute. Ich werde so unnatürlich sterben. Hilfe, oh Gott. Ich versuche mal gerade ganz kurz hier ein bisschen Freiraum zu schaffen, Leute. Oh mein Gott, stirb, stirb, stirb. Und dazu kriege ich natürlich auch ein paar Levelpunkte. Ist auch nicht schlecht, aber die Creeper, die machen mir Sorgen. Die machen mir nämlich hier alles kaputt. Wobei, eigentlich könnten die hinter mir auf dem Berg explodieren. Das wäre gar nicht so schlecht. Ist ja Terraforming. Ne? Eigentlich an sich. Naja, ist ja auch egal. Ich mache die jetzt erstmal hier einfach kaputt. Ist mir echt zu blöd, gerade hier die auf dem Berg zu lotsen. So, ein bisschen Freiraum haben wir jetzt hier geschafft. Hier haben wir auch noch ordentlich Levelpunkte, nice. Und da den nächsten Creeper. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir können hier nicht einfach so in Ruhe bauen. Das ist etwas schade. Und da kommt schon die nächste. Boah, ist das nervig. Oh je, hier ist echt, hier geht echt die Post ab. Leute, wir müssen aber langsam mal hier einen Schlussstrich ziehen, weil sonst sind wir heute die ganze Folge dabei, die Viecher hier zu töten. Das soll ja auch irgendwann, fertig sein, hoffentlich. Ja, wir müssen die Wand hier weiter nach unten ziehen. Das machen wir jetzt auch direkt, denn das kann ich schon direkt machen. Die andere Aufgabe, die wir heute machen, ist verbunden mit dem Abbauen dieses Berges, wo ich hier gerade drauf stehe. Denn der muss weg, Leute, der muss weg. Denn die Mauer wird hier runtergezogen nachher. Und das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall Platz. Und langsam gehen die mir echt auf die Nerven. Wahnsinn. Oh, Hilfe. Ich hasse das. Jetzt bin ich hier. Na? So, jetzt habe ich es aber. Wenn zwei Skelette auf dich schießen und du einfach hin und her geschleudert wirst, das ist echt uncool. Naja. Gut. Diese Wand werde ich jetzt als erstes nach unten ziehen. Da müssen wir gerade mal gucken. Also, wir haben das soweit ja hier richtig gemacht. Dieses Stückchen hier ist genau hier so. Und jetzt müsste das genau... Ja, ist alles richtig. Wunderbar. Und das ziehen wir jetzt erstmal nach unten. Wie wir das jetzt genau machen, weiß ich noch nicht so genau. Ob ich das immer schichtweise mache oder einfach immer so einen Streifen nach unten ziehe. Keine Ahnung. Also vom Animagus ist das sowieso eine schwere Geschichte. Muss ich vielleicht gleich mal eine bessere Lösung für finden. Aber naja. Ja, Leute. Heute habe ich natürlich auch ein Thema wieder am Start. Und zwar ein Thema, was relativ aktuell ist, weil ich am Samstag ja ein Faktenvideo hochgeladen habe über Godric Gryffindor. Und mich persönlich hat er einen Fakt extrem mitgenommen, beziehungsweise ich fand den sehr interessant und habe auch im Nachhinein sehr viel darüber recherchiert. Und zwar der Fakt, opala, das war mein NPC-Zauberstab, den hole ich mir schnell wieder, weil den brauche ich. Ja, dankeschön. Und zwar der Fakt, dass Godric Gryffindor wohl ein Animagus gewesen ist, also eine Figur oder ein Mensch quasi, der sich in ein Tier verwandeln kann. Und bei ihm ist es nicht irgendwie ein Hund oder eine Katze oder ein Vogel oder ein Frosch oder so. Nee, bei Godric Gryffindor war es der Riesenkraken. Und ja, Leute, ich muss sagen, ich war sehr verblüfft, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, okay, eine Animagus-Gestalt, das wird wahrscheinlich etwas Praktisches sein. Irgendwas, was cool ist oder was, ja, praktisch ist, wie gesagt, wie ein Hund zum Beispiel, mit dem man schneller unterwegs wäre, mit dem man eine bessere Nase hätte oder so. Oder halt irgendwie sowas, oder dass man irgendwie ein Vogel oder eine Eule oder so wäre, dass man fliegen kann. Keine Ahnung, auf jeden Fall halt irgendwas Praktisches.
Aber, also an einem Riesenkraken, weiß ich nicht. Ist da irgendwas praktisch dran? Also ich finde da jetzt nichts irgendwie praktisch. Höchstens, dass man, ja, relativ ungestört sein Dasein fristen kann im großen See. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist es halt eine Tatsache, dass Godric Gryffindor wohl ein Animagus gewesen sein soll. Es wird zwar hin und wieder noch ein bisschen hin und her spekuliert, es ist auch noch keine offizielle, kein offizielles Statement von J.K. Rowling so gekommen. Sie hat das zwar mal verlauten lassen, also es kam aus ihrem Mund, aber es ist sich bis heute noch nicht so ganz sicher, oder man ist sich heute bis, man ist sich bis heute nicht ganz sicher, ja genau, also Wortfindungsstörungen sind wieder richtig doll am Stissel, Leute. Man ist sich noch nicht sicher, ob J.K. Rowling das aus Spaß nur gesagt hat, oder ob sie da wirklich was, ja, ob sie das wirklich ernst meinte. Und das ist halt irgendwie so die Frage dabei. Aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass Godric Gryffindor schon, ja, irgendwas Besonderes mit sich bringt. Und bei Salazar Slytherin war es ja so, der war ein Puzzlemund. Das war so sein, seine besondere Auszeichnung für, ja, ihn, weil er auch ein sehr besonderer Zauberer war. Das muss man ja ganz klar so festhalten. Und Godric Gryffindor ist ein, ja, Zauberer, der genauso besonders ist, genauso sagenumwogen. Und natürlich sollte der auch irgendeine besondere Fähigkeit haben, die ihn vollkommen von allen anderen unterscheidet. Und neben seinem Schwert und neben seinem Hut ist das auf jeden Fall der Riesenkraken. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, Leute, ist der Riesenkraken, der in den Harry Potter Büchern immer erwähnt wurde, Godric Gryffindor? Ja, das ist doch mal eine nette Theorie, Leute. Und ich kann euch sagen, normalerweise hätte ich das gar nicht in eine Let's Build Hogwarts Folge reingepackt, weil das ja eigentlich in das Theorienformat rein müsste. Nur, es ist eine Theorie, die ich nicht sonderlich ausführlich erklären kann, weil es nicht sonderlich viele Hintergrundinfos gibt. Es wurde halt, wie gesagt, einmal von J.K. Rowling spaßeshalber wohl erwähnt, dass im 7. Teil von Harry Potter, also in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2, der Riesenkraken als Godric Gryffindor aus dem See heraussteigen soll und gegen Voldemort kämpfen soll, als Verteidiger. Das wurde tatsächlich mal von J.K. Rowling so gesagt. Also es ist kein Hirngespinst oder so, das hat sie tatsächlich mal so gesagt. Aber halt mit einem sehr übertriebenen Lächeln auf den Lippen. Also so, als ob jemand zu euch kommt und sagt, ja, keine Ahnung, hey, ich habe gestern den Weihnachtsmann gesehen. So, in der Form. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen kann man sich nicht so wirklich sicher sein. Ist da jetzt eigentlich was dran? Meint sie das wirklich ernsthaft so? Oder ist das wirklich nur, ja, so ein Hirngespinst von ihr gewesen? Einfach nur so ein Joke, den sie rausgepfeffert hat? Weil, ja, es ist schon eher abwegig, muss man sagen. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, Mensch, das habe ich mir schon fast gedacht oder so. Oder hey, das ist ja logisch, dass ich da nicht selber drauf gekommen wäre. Nee, so ist es ja nicht. Also es ist ja immer noch so, dass man sagen muss, man hat überhaupt nicht damit gerechnet oder man glaubt das im ersten Moment auch gar nicht. Und ich bin mal sehr gespannt, also die Faktenfolge ist zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das gerade aufnehme, noch nicht online. Ich bin mega gespannt, Leute, was ihr zu diesem Fakt schreibt und wer überhaupt irgendwas dazu sagt. Wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen geben, der mir unterstellen wird, dass ich lüge oder dass es gar nicht stimmt. Aber es stimmt tatsächlich. Also es ist eine Tatsache. Natürlich wieder mit einer Auslegungssache, inwieweit man J.K. Rowlings Worten da glauben mag. Aber man kann sie halt weder abstreiten, noch irgendwie, dass man da zustimmen könnte. Es ist eine schwierige Sache. Deswegen habe ich es trotzdem als Fakt aufgenommen, weil es halt aus J.K. Rowlings Mund kam. Und alles, was aus J.K. Rowlings Mund kommt, ist in meinen Augen ein Fakt. Aber sie hat es halt noch nicht verneint. Also sie hat noch kein Gegenargument gebracht. Sie hat auch noch nicht gesagt, Mensch Leute, das war doch nur ein Joke. Kommt mal wieder runter. Das hat sie noch nicht gesagt. Also so lange ist es für mich ein Fakt, bis sie sagt, Mensch Leute, das war damals nur ein Joke. Da steckt nichts hinter. Dann würde ich das als Joke auch ansehen. Aber vorher ist das in meinen Augen so ein kleiner Fakt. Nur, man muss sich als Potterhead wirklich so ein bisschen damit anfreunden. Stellt euch mal bitte vor, all die Jahre, wo ihr die Harry Potter... Lol. Alles klar. ja. All die Jahre, wo ihr die Harry Potter Bücher gelesen habt und die Filme geguckt habt. Ja gut, bei den Filmen jetzt nicht unbedingt. Da wurde der Kraken, glaube ich, nur mal ein oder zweimal erwähnt. Aber ich glaube, nie gezeigt wurde er auf jeden Fall. Aber ich glaube, er wurde ein paar Mal erwähnt. Stellt euch mal bitte vor, ihr hättet gewusst, dass dieser Kraken Godric Gryffindor sein könnte. Das ist doch voll die krasse Überlegung, oder? Wenn man bedenkt, das ist der Schulgründer, der sich da hinter dieser Krake versteckt. Das ist echt krass. Und man weiß ja auch aus den Harry Potter Büchern, der Riesenkraken war niemals böse. Er war nie irgendwie so, dass er Schüler umgebracht hat oder dass er da irgendwie gefährlich war, wie zum Beispiel die peitschende Weide. Und das unterstreicht natürlich auch die Tatsache, dass der Kraken natürlich die Schüler anscheinend auf irgendeine Art und Weise beschützen wollte.
Und jetzt werde ich erstmal wegfliegen, denn diese Werwölfe haben mich jetzt fast kaputt geschlagen. Und ich werde jetzt erstmal mir ein Brot reinzimmern. Es wurde ja zum Beispiel in Harry Potter und der Stein der Weisen, war das der? Nee, oder Teil 2 war das? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wurde in einem Teil geschrieben, dass ein Schüler, ein Erstklässler, der im Boot saß auf dem Weg nach Hogwarts, dass der ins Wasser gefallen ist und dann von einem Kraken wieder rausgezogen wurde. Ich glaube, das war Seamus oder Neville. Glaube ich zumindest. Oder einer von denen hat zumindest gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht erinnert sich noch jemand an diese Szene oder an diesen Buchausschnitt. Und daher weiß man natürlich auch, dass der Kraken wirklich ein gutes Wesen hat. Und ich finde das doch schon als, ja, als kleinen Hinweis vielleicht doch schon aussagekräftig. Also, man weiß ja auch, dass Hogwarts jetzt nicht unbedingt erpicht darauf ist, alles, was sich im Schloss umher bewegt, dass das friedlich oder liebevoll ist oder so. Ich spreche nur von der peitschenden Weide oder von Lupin, der ja ein Werwolf ist, was ja auch ein gewisses Risiko mit sich bringt oder brachte. Und natürlich ganz viele andere gefährliche Sachen wie Fluffy zum Beispiel oder so. Also Hogwarts hat noch nie großen Wert darauf gelegt, dass die Wesen, die sich dort umher bewegen, friedlich oder, ja, ungefährlich sind. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie den Kraken nur genommen haben, weil er liebevoll ist. Also sie hätten ihn wahrscheinlich auch genommen, wenn er gefährlich wäre. Also ich finde, das ist kein Argument dafür, dass der Kraken lieb ist, weil, ja, er den Schüler nicht gefährlich werden dürfte. Weil dann hätten die auch nicht Fluffy oder so ins Schloss bringen dürfen. Also aus dieser Sicht betrachtet. Ja, aber es ist wirklich interessant und mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr wirklich, dass der Riesenkraken Godric Gryffindor als Animagus ist? Beziehungsweise, ja, was ist eure Meinung dazu? Weil eine Glaubensgeschichte, ja doch, es ist nur eine Glaubensgeschichte, weil J.K. Rowling, wie gesagt, das ist noch etwas schwammig alles. Man kann das als Fakt ansehen, man muss es aber nicht, finde ich. Und von daher ist es schon eine Glaubensgeschichte. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, was ihr darüber denkt, eure Meinung vor allem auch. Und dann kann man sich gerne mal in den Kommentaren austauschen. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was da so rauskommt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, weil ich nicht genau weiß, wie ich jetzt hier weiter vorgehen soll. Der Werwolf geht mir total auf die Nerven. Ich werde jetzt hier erstmal auf dem Baum landen und vielleicht kann ich ihn ja töten. Wenn ich Avada Kedavra... Ich versuch's jetzt einfach mal, Leute. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich weiß, ich bin nicht so gut im Zielen, aber... Instant getroffen. Nice. Immerhin einmal einen guten Schuss gelandet. Wahnsinn. Dann können wir jetzt hoffentlich die Mauer eben noch zu Ende nach unten ziehen. What the... Da sind schon wieder... Alter, es geht hier schon wieder richtig gut los. Das ist lebensgefährlich. Also später müssen wir auf jeden Fall alles hier mal ausleuchten. So viele Monster wie hier spawnen, das geht auf keine Kuhhaut. Nee, das ist zu viel, Alter. Nein, um Gottes Willen, Leute. Schau, Alter. Ich bin sprachlos. Also wirklich, das ist zu viel. Da kommen wir ja niemals klar mit. Hilfe, ich komme nicht mal zu denen nach vorne. Die schießen mich hin und her. Die benutzen mich wie so ein Spielball. Wahnsinn. Hilfe. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh. Wir haben noch 3 Brote. Ein goldener Apfel wäre jetzt eigentlich ganz nice. Und mein Schwert ist auch gleich hinüber. Und die Skelett da hinten hat einen verzauberten Helm und eine verzauberte Hose. Nice. Davon kriege ich natürlich gar nichts ab. Dankeschön. Lederrüstung. Zombie. So, jetzt aber gut hier. Ich will doch nur die Mauer zu Ende ziehen, Leute. Jetzt ist echt mal gut. Übertreibt doch nicht immer direkt. Ich könnte natürlich jetzt auch alles hier mit Avada Kedavra voll semmeln, aber ihr kennt das, Leute. Es könnte abstürzen. Wir sollten vorsichtig sein. So, komm, scheiß drauf, Leute. Wir gehen jetzt einfach auf Nummer... oder auf Risiko. Ich wollte gerade auf Nummer sicher sagen, aber das ist es ja in dem Fall jetzt nicht so wirklich. Wir ziehen das jetzt einfach mal hier fertig. Auch wenn wir angeschossen werden, ist egal. Na, oder vielleicht ist das nicht so egal, aber ich muss das jetzt hier eben... Ah, fertig bekommen. Boah, Leute, lasst mich doch hier in Ruhe, Mann. Ich will doch nur die Mauer zu Ende ziehen. Ich bin der Bauer von Hogwarts. Habt mal ein bisschen Respekt vor mir. Ja, los. Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Vielleicht kriege ich den. Nein, natürlich nicht. War ja wieder typisch. What the fuck? Wie hat der mich denn WTF? Hat er einen verzauberten Bogen? Ja, der hat locker Rückstoß. Der hat locker Rückstoß drauf. Soweit wie ich gerade geflogen bin. Heftig. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Ah, ich habe hier einen Bogen. Dann kann ich ihn ja selber abschießen. Na? Also meine Bogenskills sind ausbaufähig. Sehr ausbaufähig. So, den haben wir. Und da sind noch Zombies. Ja gut, aber zum Levelfarm eignet sich ja. Also meckern kann man jetzt nicht.
So, und da noch die Kollegen eben. Oh, scheiße, ich brenne. Oh. Jetzt muss ich echt aufpassen. Ich will noch eben die Levelpunkte... Ne, komm, wir fliegen weg. Leute, Nummer, auf Nummer sicher gehen ist, glaube ich, in dem Fall jetzt nicht unangebracht. So, einmal hier oben und dann warten wir kurz. So, die Mauer ist fast fertig gezogen, Leute. Ich nutze die Gelegenheit einfach nochmal ganz kurz, um das kleine, aber feine Thema anzuschneiden bezüglich dessen, was ihr hier gerade seht. Weil vielleicht hatten sich manche von euch gefragt, Mensch, Ducky, wieso spielst du eigentlich nicht mehr mit Shader? Das hat verschiedenste Gründe. Durch die NPC-Mod ist die Framezahl leider ein bisschen eingebrochen, wenn ich mit Shader spiele. Und ich muss persönlich auch sagen, der Shader macht vieles sehr dunkel. Und ja, viele haben auch immer geschrieben, dass sie den Shader nicht so schön finden, weil, ja, wie gesagt, alles sehr dunkel ist dadurch. Deswegen auch mal meine Frage an euch. Könnt ihr auch gerne wieder selber entscheiden. Gerne, sehr gerne sogar. Soll ich in Zukunft dieses Projekt mit oder ohne Shader spielen? Das könnt ihr heute wieder auf diesem i abstimmen, was ihr oben in der Ecke jetzt gerade einmal findet. Dort könnt ihr gerne wieder abstimmen, mit oder ohne Shader. Und dann würde ich mich auch nach dieser Abstimmung richten. Also ich kann gerne weiter mit Shader spielen, aber dann halt ja mit dem Nachteil, dass es halt etwas ruckliger laufen wird. Also ich werde mit 30 bis 40 FPS dann maximal aufnehmen können. Das sieht dann nicht immer ganz so schön aus. Und natürlich ist es sehr dunkel. Der Vorteil von dem Spielen ohne Shader ist der, dass ich eine höhere FPS-Zahl habe und alles etwas heller ist. Müsst ihr halt im Endeffekt entscheiden, was ihr da besser findet. Ich denke, da werden wir schon eine Lösung finden. Und Leute, das ist nicht mehr lustig, was hier abgeht. Das ist einfach gar nicht mehr lustig. Und ich muss jetzt ganz dringend abhauen. Nee, Leute, wir lassen das mit der Mauer. Sonst sterbe ich hier wirklich. Ich habe noch 2,5 Herzen und kein Essen mehr. Wir werden jetzt erstmal zurückkehren und uns ein bisschen was zum Mampfen holen. Wahnsinn, was da schon wieder los ist. Also... Ich glaube, ich werde als nächstes einfach mal ein paar Fackeln mitnehmen. Aber das wird... Uah, die sind ja auch Viecher unterwegs. Uah. Das wird ein Selbstmordkommando werden, Leute. Ich glaube, das wird ein Selbstmordkommando, die Fackeln da später reinzusetzen. Das werden wir, glaube ich, nicht überleben. Aber na gut. So, wir kehren jetzt einfach mal ganz schnell zurück hier in unsere Base. So. Und dann würde ich mal vorschlagen, werde ich mir jetzt... Ja, komm, ich hole mir mal eben hier... Haben wir noch mehr rohes Fleisch? Ist ja dumm, wenn wir hier rohes Fleisch in den Kisten haben. Wieso bin ich denn nie auf die Idee gekommen, da mal nachzusuchen und die zu braten? Ich komme hier auf Ideen, Leute. Wahnsinn. Dass ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. Es ist echt schwach. Aber ich glaube, liegt auch daran, weil ich gar nicht so viel habe, oder? Naja. Naja. Ofenkartoffeln könnte ich mir noch machen. Das wäre noch eine Idee, aber da habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Hunger drauf. Wir machen uns jetzt erstmal die 3 Hühnchen. Die schicken wir mal einmal hier durchs Ofensystem. So. Und ja, Leute. Wie gesagt, so viel erstmal zu dieser Folge. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr oben an dieser... Oh, wie sehe ich denn aus? wenn ihr oben bei der Abstimmung einmal teilnehmt und mir mal schreibt, mit oder ohne Shader. Und dann würde ich mich in den nächsten Folgen, sobald ich diese Vorproduziergeschichte hinter mir habe, würde ich dann entscheiden... mit oder ohne. Ich würde mich aber, wie gesagt, nach eurer Entscheidung richten. Und natürlich dann auch gerne mal eure Meinung bezüglich Godric Gryffindor und der Geschichte mit dem Riesenkraken. Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Oder denkt ihr, ja, wenn J.K. Rowling das sagt, dann muss das halt stimmen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Macht es nicht gut, macht es besser. Ciao!